Hallo, ich grüße dich ganz herzlich aus dem wunderschönen Bali und wünsche dir einen wunderschönen Mittag. Ich glaube, in Deutschland ist es jetzt Mittag irgendwie. Ja, wir sind gerade zurückgekommen von einem ganz, ganz tollen Ausflug, denn ich war heute in einer Palmblattbibliothek zum Palmblattreading bei einem Brahmanen. Und ich möchte einfach mal mit dir teilen, dir Inspirationen schenken, wie auch du geführt wirst. Wie auch du geführt wirst, du darfst es nur wahrnehmen. Und natürlich liegt es dann in deiner Macht, in deiner Entscheidung nach deinem freien Willen, da auch aus dieser Führung etwas draus zu machen und dann dein Leben eben auch selbst entsprechend in die Hand zu nehmen. Denn das möchte ich dir jetzt einfach mal anhand meines Wegs, wie es dazu kam, dass ich jetzt zu diesem Brahmanen geführt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes geführt wurde, wie es zu diesem Reading kam. Und das heißt jetzt nicht, dass ich dir empfehle, da unbedingt, um deinen Seelenplan zu entdecken, du musst nicht unbedingt zum Brahmanen in eine Palmblattbibliothek. Ich setze mich mal kreativ auf meine Lieblingsschaukel und nehme mich ein bisschen mit auf der Schaukel. Sondern ich habe, weiß nicht, vor einigen Jahren überhaupt was zum ersten Mal erfahren, von Palmblattbibliotheken in Indien. Und ich dachte eigentlich auch, das gibt es nur in Indien. Ich fand das ganz spannend, interessant, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, da muss ich unbedingt hin. Aber ich fand es spannend. Aber nach Indien hat es mich bislang nicht so gezogen. Deshalb war das dann auch weiter kein Thema mehr. Und dieses Jahr, Anfang des Jahres war das, habe ich ohne es zu suchen erfahren, wie weiß ich nimmer, dass es hier auf Bali auch eine Palmblattbibliothek gibt, einen Brahmanen, der aus der Palmblattbibliothek liest. Und da dachte ich, das ist ja ganz spannend. Hatte so als erstes dann den Gedanken, mal gucken, ob ich da einen Termin mache, aber dann war das auch irgendwie wieder außen vor. Ich habe nichts unternommen, das Ganze wieder ad acta gelegt. Und das war letzte Woche oder vor 2 Wochen, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Gerade kein gutes Zeitgefühl. Abends beim Abendessen kam die Geschäftsführerin hier aus dem Resort zu uns an den Tisch und sagte, beim Brahmanen, der an der Palmblattbibliothek liest, ist noch ein Termin frei geworden. Und dann war so mein erster Gedanke, mein Englisch ist jetzt nicht so gut, als dass ich das verstehen könnte. Und dann fragte eine Teilnehmerin, die mit mir am Tisch an diesem Abend saß, eine Seminarteilnehmerin, mein Englisch ist nicht so gut und sonst würde ich das gerne machen. Und da sagte Maria, das ist kein Problem, da ist jemand dabei, der das eben auch ins Deutsche übersetzt. Und habe ich sofort die Hand gehoben und habe gesagt, mein Termin, bin ich dabei, mache ich. Und habe das dann so wahrgenommen und dachte, ach, wie sinnig ich da jetzt geführt werde, soll anscheinend doch sein, dass ich in eine Palmblattbibliothek gehe. Und die Teilnehmerin, die bei mir auf dem Seminar war, die hat dann auch arges Interesse bekundet und dann habe ich meinen Termin abgetreten, also den ich dann quasi so ad hoc direkt gebucht hatte, weil ich ja doch noch länger hier bin und sie schon zurück ist oder auf dem Rückweg ist. Und dann war auch nochmal ein Termin frei, für mich dann eben auch, und da kommen wir eben gerade her. Und zum einen waren ja so die ersten Schritte dahin, dass ich überhaupt jetzt Anfang des Jahres erfahren habe, dass es hier auf Bali eine Palmblattbibliothek war. Das, was es gibt, das ist so der erste Schritt, wo ich schon mal wieder geführt wurde, aber dann nicht vom Kopf her rangegangen bin, muss einen Termin haben, sondern das Ganze irgendwie dann zunächst mal habe so laufen lassen. Und dann ist noch Folgendes passiert. Dann hat natürlich mein Verstand, der Denker, wieder eingesetzt. Ist das jetzt das Richtige? Dann hat mich noch eine Teilnehmerin aus meinem Seminar,
die das mitbekommen, hat gesagt, wie gehst du denn damit um, wenn du deinen Todestag da erfährst? Da war ich überhaupt mal erstaunt, dass ich auch das erfahre, wie lange ich noch zu leben habe im Grunde genommen. Und da habe ich zu ihr gesagt, ach, ich nehme nur die Dinge auf, ich sehe das ganz locker, die ich für gut befinde, alles andere streiche ich wieder. Aber trotzdem hat mich das so ein bisschen beschäftigt und ich habe dann gedacht, war es jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Und dann setzt der Kopf ein und der dann sagt, was ist, wenn der dir dein Todesdatum sagt und soll ich den Termin nicht vielleicht nochmal absagen? Das sind so die Dinge, mit denen ich dann abends hier zu Bett ging. Und am nächsten Morgen beim Frühstückstisch, und das ist so der nächste Schritt, wo ich da geführt wurde, kam ein Mann mit seinem Jungen, der am Abend vorher oder in der Nacht erst angereist ist, zu mir am Frühstückstisch und fragte, ob er sich zu mir setzen kann. Darf. Ich sagte, ja, na klar. Und wir unterhielten uns so und da erzählte er mir, er war im Februar hier bei dem Brahmanen in der Pandat-Bibliothek und ist jetzt zum zweiten Mal hier, um mit seinem Sohn dahin zu fahren. So, und dann habe ich natürlich gleich gefragt, wie war es und so, und er hat mir so ein bisschen was erzählt. Und da habe ich für mich einfach die Rückenstärkung bekommen. Es ist total die richtige Entscheidung gewesen, diesen Termin jetzt eben hier zu buchen. Ich werde mal wieder geführt vom Universum. Und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Ich habe diese Zeichen jetzt einfach erkannt. Ich habe jetzt mich einfach da führen und leiten lassen und diesen Termin heute gehabt und bin da einfach meinem Herzen gefolgt, meinen Impulsen gefolgt und habe diese Dinge, wie das Universum mir da die Botschaften geschickt hat, die habe ich da einfach erkannt und wahrgenommen und bin diesen Schritten dann einfach gefolgt. Und so ist das bei dir auch. Wenn du mal darauf achtest, welche Botschaften, welche Hinweise das Universum dir schickt und du dann natürlich auch entsprechende Entscheidungen triffst und diese Botschaften annimmst, das heißt natürlich auch ins Handeln kommst. Du bekommst so viele Botschaften, ich habe so viele Botschaften auch im Vorfeld in verschiedensten Bereichen bekommen, die wir letzten Endes ich auch wahrgenommen habe, die ich dann auch umgesetzt habe, die mir letzten Endes auch den Mut und die Rückenstärkung gegeben hatten, unter anderem vor 3 Jahren eben auch meine Kündigung einzureichen, mich nach 30 Jahren aus dem öffentlichen Dienst zu verabschieden. Und so bekommst du auch ständig Hinweise und Botschaften von dem Universum, wenn du einfach mal darauf achtest und diese Zusammenhänge da einfach mal erkennst, dann im zweiten Schritt eine Entscheidung triffst, etwas daraus zu machen. Und im dritten Schritt, ganz, ganz wichtig, und das ist auch bei mir immer noch der Fall, und ich glaube, das hört auch nie auf, dass du dir dann, wenn du diese 2 Schritte, also erstmal das Erkennen, Entscheidungen treffen, es anzunehmen, was draus zu machen, und dann der dritte Schritt, dir eben auch Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen von den Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest. Ich habe bis heute Mentoren und Coaches an meiner Seite, die schon dort sind, wo ich hin möchte, die mir einfach den Weg dahin ebnen, mit denen ich zusammenarbeite, die mich coachen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, denn da, wo ich stehe, jetzt aktuell, da wäre ich alleine nicht hingekommen, zumindest nicht in diesem Tempo, in dieser kurzen Zeit. Und wir können alles aus der Vergangenheit heilen und ändern. Aber wir können eines nicht, wertvolle Lebenszeit zurückgewinnen. Das geht definitiv nicht. Und deshalb ist es so sinnvoll und wichtig, dass man sich dann einfach Menschen, Mentoren, Coaches holt, die einem den Weg zeigen, dass man auf dem kürzesten Weg von A nach B kommt. Die das Navigationssystem für einen parat haben. Und das ist der dritte wichtige Impuls, den ich dir damit jetzt auch auf den Weg gebe. Erkenne also die Zeichen des Universums, die Botschaften, die das Universum dir ständig schickt, treffe Entscheidungen, entsprechend ins Handeln zu kommen, auf dein Herz diese Seelenbotschaften zu erkennen und umzusetzen, deinem Herzen zu folgen, deiner Seele zu folgen, deine Lebensaufgabe damit einfach zu entdecken und dann im dritten Schritt dir Hilfe zu holen, dass du auf dem kürzesten, einfachsten Weg, denn es darf auch leicht und einfach gehen, von A nach B auch kommst. Und wirklich auch deinen Seelenplan umsetzt, beginnst zu leben und aufhörst, so viele Dinge zu machen, die nicht deinem Herzen entsprechen, die nicht deinem Seelenplan entsprechen. Okay, das wollte ich dir jetzt hier mal noch
mit auf den Weg geben. So, und jetzt gehen wir lecker essen. Da drüben wird schon angerichtet. Siehst du das hier? Das ist das leckere Restaurant hier. Also diese Küche hier, die hat definitiv 10 Sterne verdient. Da kann man gar nicht genug von schwärmen. Und im nächsten Jahr gibt es ja auch nochmal hier ein Lebensfreude-Retreat. Das wird nächstes Jahr auch 2 Wochen dauern. Einmal für die Beginner und einmal für diejenigen, die da noch eins obendrauf setzen. Wird es noch Teil 2 geben. Und ja, du hast ja hier in unserer Gruppe schon einiges an Feedback mitbekommen von den diesjährigen Teilnehmern. März, April nächsten Jahres. Merk dir den Termin, das wäre eine Variante, wo du dann eben auch Quantensprünge machst. Und erkenne aber im ersten Schritt die Botschaften des Universums. Jetzt wird es, glaube ich, ganz dunkel. Ich gehe mal ein bisschen hier ins Helle. Da ist eine Lampe, damit ich mal noch ein bisschen zu sehen bin. Denn wenn es ja anfängt, dunkel zu werden, geht das immer ganz rasch. Das unterschätzt man. Und im zweiten Schritt dann eben ins Handeln kommst, Entscheidungen triffst, sprich diese Botschaften wahrnimmst. Und dann im dritten Schritt, ganz, ganz wichtig, dir Unterstützung holst von den Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest, dass du wirklich auf dem kürzesten Weg von A nach B gehen kannst und nicht wertvolle Lebenszeit an dir vorbeistreichen lässt. Okay? Alles Liebe, ganz, ganz liebe Grüße aus Bali. Bis dann. Tschüss.